Markos Bagdatis im Kreis seiner neuen Mannschaftskameraden. Beim TC Pfarrkirchen schütteln sie immer noch etwas mit dem Kopf, dass es wirklich geklappt hat und die ehemalige Nummer 8 der Welt und Australian Open Finalist von 2006 jetzt für die Herren 30 des heimischen Tennisclubs aufschlägt. Ja, es hat eine relativ große Welle geschlagen von Aussagen, ihr seid total verrückt, jetzt drehen sie durch bis Wahnsinn, super, total interessant. Und man muss sagen, das Positive überwiegt. Nochmal kurz zur Geschichte des Ganzen. Mannschaftsführer Felix Riedl schrieb 2019 ganz frech Bagdatis auf Facebook an und der Zyprer zeigte sofort Interesse. Letztes Jahr kam er dann zu einem Kurzbesuch und hielt ein paar Trainingsstunden. Mehr war wegen Corona nicht möglich. Und nun hat er vergangenen Sonntag bereits zum zweiten Mal in dieser Saison den Schläger in Pfarrkirchen geschwungen. In allererster Linie geht es heute darum, mein bestes Tennis zu zeigen und jeweils Einzel- und Doppelpunkt für die Mannschaft zu holen. Grundsätzlich freue ich mich sehr, nach dem Kurzbesuch letztes Jahr jetzt wieder hier zu sein. Alle Leute im Club und auch in der Umgebung sind super freundlich. Ich bin sehr begeistert von dem Ganzen. So sympathisch und bescheiden wie hier im Interview präsentierte sich der 36-Jährige dann auch im Umfeld des Spiels und auf dem Platz. Gestern Abend waren wir noch zusammen essen, weil Markus und Dusan schon einen Tag oder zwei Tage vorher angereist sind. Haben wir gestern noch trainiert zusammen und waren essen und es war ein rundum gelungener Abend, den wir da zusammen hatten. Also die Teamzusammensetzung passt. Wir verstehen uns alle sehr gut. Neben dem ehemaligen Weltklasse-Crack spielen auch noch unter anderem drei Österreicher, ein Tscheche und einige Einheimische für den TCP. Bagdatis wurde bisher den Erwartungen auch voll aufgerecht, gewann sowohl beim ersten Auftritt gegen den Chemnitzer Tennisclub Küchwald als auch diesmal gegen Schwaben Augsburg sowohl Einzel als auch Doppel. Bitter für seinen Augsburger Gegner Lukas Jedlička, der Tscheche verletzte sich im zweiten Satz und konnte nicht mehr weitermachen. Nach den zwei klaren 8:1-Siegen der Pfarrkirchener zum Auftakt in diese Regionalligasaison rückt das große Ziel, nämlich Aufstieg in die Bundesliga, immer näher. Of course it's possible. Na klar ist das möglich. Alles ist möglich, wenn man nur fest daran glaubt und hart dafür arbeitet. Wir haben ein talentiertes, motiviertes Team. Alle ziehen an einem Strang. Dazu sind unser Mannschaftskapitän Felix Riedl und auch der Präsident des Clubs sehr umtriebig und sorgen dafür, dass wir uns alle immer sehr wohlfühlen und die optimale Vorbereitung auf die Spiele haben. Deshalb halte ich den Aufstieg in die Bundesliga absolut für möglich. Der 36-Jährige, der für die Matches immer von Zypern hierher fliegt, will sein Schärflein dazu beitragen. Zwar wird er nicht an allen 7 Spieltagen da sein, aber 2-3 Mal werden die Fans ihn in den kommenden Wochen schon noch für den TCP aufschlagen sehen.